Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Online. Ich bin mal heimlich wieder ein bisschen weitergelaufen, und zwar zum Stubben, damit wir hier das Schwert abgeben können bei Galfrid und die Story natürlich weitergeht. Skadi, du bist ja zurück. Ja, komisch, was? Einer unserer Leute hat Kampfgeräusche gehört, war aber zu weit weg, um einzugreifen. Ist alles in Ordnung? Scheint so. Hoffentlich konntest du am Mogri-Sturm etwas herausfinden. Oh ja, das konnte ich. Ja, bitteschön, hier ist das Schwert. Dieses Schwert steckte drin und ein toter Xer lag daneben. Nun, das ist auf jeden Fall ein Xal-Schwert, und zwar ein Zeremonialschwert. Es wird nur bei bestimmten Stammesritualen eingesetzt. Die Xal setzen sonst kaum einen Fuß in dieses Gebiet des Waldes. Der Mogri-Stuben ist ja genau vor unserer Nase. Was haben sie nur vor? Was meinst du? Zwei Personen mit seltsamen Messgeräten? dann hast du wohl Bekanntschaft mit Ida und Papalimo gemacht. Ja. Yeah. Sei beruhigt. Die beiden sind auf unserer Seite. Zwei Weise von weit her, die das Klageregiment und Norfikas Schar schon lange vor der Katastrophe unterstützt haben. Ihre Gebänder und Gespräche sind vielleicht etwas eigentümlich. Aber sonst ist nichts von ihnen zu befürchten. Über die verdächtigen Personen haben wir zwar nichts erfahren, aber dafür umso mehr über die Xal. Wie dem auch sei. Vielen Dank, Skadi. Wir können uns glücklich schätzen, eine so fähige Mitstreiterin wie dich an unserer Seite zu haben. Ja, bitteschön. Freund oder Feind können wir abschließen. So, was gibt's Neues? Hauptmann Galfrid sucht Unterstützung bei der Ausbildung neuer Rekruten am Stumm. Da bekommen wir auf jeden Fall, einen besseren Speer. Ja, noch sehen die Gegenstände natürlich nicht so toll aus. Okay, dann wollen wir dir mal helfen. Skadi, wärst du so freundlich, mir bei einer kleinen Aufgabe zu helfen? Na klar! Lass es mich erklären. Der Fluss hier in der Nähe ist das Territorium einer ganzen Reihe von Schwarzmolchen. Ich habe einige Rekruten losgeschickt, um die Bestien zu erschlagen, aber sie kamen ängstlich und zitternd zurück und stammelten etwas davon, dass abscheuliche Dämonen ihre Fähigkeiten überstiegen. Bedauerlich, meine Urgroßmutter würde es mit auf den Rücken gebundenen Krückstock mit einem Molch aufnehmen. Ich möchte, dass du diesen winselnden Milchgesichtern zeigst, wie es gemacht wird. Begib dich zum Fluss und erledige 4 dieser Kreaturen. Yep, das werden wir tun. Der Fluss ist links von uns. Ich glaube, da waren wir auch gerade schon einmal und wurden dann heimlich angegriffen. Ich glaube, wir können... Na, wir müssen, glaube ich, doch nochmal hier hoch. Na gut. Ah, wir sind sogar fast Level 7. Dann rennen wir hier mal im Dunkeln durch den Wald. Ist ja auch schon kurz vor 9 in Eosea. Bei mir ist es gleich 7:30. So, wo sind sie denn? Vorbild für die Jungspunde. Ah, hier. Wird mir auch direkt angezeigt. Da ist der Schwarzmolch. Aber wieder typisch. Ich nehme wieder auf, wenn es dunkel ist. Oder halt regnet. Oh, Level Up. Wuhu. So, noch 3 Stück. Du möchtest ihn nicht angreifen? Dann mache ich es. Das sollte es ja jetzt gewesen sein. Voila! Dann geht's für uns wieder zurück.
geben wir mal die Quest ab. Das war ja einfach. Ne, mein kleiner Mugri. Da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück, Skadi. Du hast dich vortrefflich geschlagen. Ja, natürlich. Ich habe meine Rekruten vom Ufer aus zusehen lassen, wie du die Molche entsorgt hast. Es scheint, als wären sie von deinen Kampfkünsten beeindruckt gewesen. Oder zumindest möchten sie sich nicht von einer Abenteurerin die Schau stehlen lassen. Wie dem auch sei. Sie haben sich mit neuem Eifer in ihre Ausbildung gestürzt. Das habe ich allein dir zu verdanken. Gerne. Dann holen wir uns mal ein Bronzespeer. Das ist doch mal großartig. Warum kann ich ihn noch nicht? Gegenstandsstufe 8 und Abstufe 8. Na gut, kleines bisschen noch. Hauptmann Galfrid, der die Ausbildung am Sturm leitet, sucht jemanden, der Stechmücken-Eierbeutel besorgen kann. Dafür bin ich doch da. Kannst du uns noch einmal helfen? Wir brauchen dringend Stechmücken-Eierbeutel. Für die Erforschung einer Krankheit. Na ja, toll. Bei dem Versuch, sie zu besorgen, wurden leider einige Rekruten schwer verletzt. Hier in der Nähe schwirren genügend Stechmücken umher. Kannst du 8 erledigen und ihnen ihre Eierbeutel entnehmen? Das ist auch sicher ein Kinderspiel für dich. Na klar. Bring die Eierbeutel dann zu Gilberts Wachturm und liefere sie dort bei Monranguin ab. Er kümmert sich um die Beschaffung der Forschungsobjekte. So werden wir es machen. Dann müssen wir wieder auf die andere Seite. Ob es da auch irgendwie einen Geheimweg gibt? Fällt mir gerade keiner ein. Laufen wir wieder hier oben lang. Mückeneier. Nicht gerade das Schönste auf der Welt. Na, da ist ja die kleine Stechmücke. Die haben wir ja eben schon einmal gesehen. Ich glaube in der letzten Folge. Acht Stück. Aber die schlafen ja richtig. Die kriegen gar nichts mit. So schnell geht das hier. Bam. Und noch 4 weitere. Was ist das denn hier neben mir? Ein Wasserhexagon. Aber die brauchen wir erstmal nicht. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange das Let's Play gehen wird. Also, ich würde mal schätzen, mindestens ein Jahr. Dadurch, dass ich die Folgen jetzt nicht so oft hochlade. Wie gesagt, das soll so zwischendurch immer erscheinen. Oder einmal die Woche oder so. Wenn man bedenkt, ich möchte auch gerne, sehr, sehr gerne noch Skyrim Let's Playen. Weil es auch eines meiner Lieblingsspiele ist. Das wäre auch ein Langzeitprojekt. Und ich glaube, 2 Langzeitprojekte nebeneinander laufen zu lassen, ist schwierig. Vor allem, wenn man nicht so viel Zeit hat wie ich tatsächlich. Dadurch, dass ich ja Vollzeit arbeite. So, dann gehen wir die ganze Quest mal ab. Hallo, du bist sicher die Abenteurerin, die uns bei der Jagd nach Stechmücken unterstützt. Ich habe dich schon erwartet. Was? Mich schon erwartet? Bitteschön. Oh, und wie es aussieht, warst du auch schon richtig fleißig. Vielen Dank. Jetzt müssen die Stechmücken-Eierbeutel nur noch zur Jägergilde gebracht werden. Einige Stechmücken übertragen die gefährliche Kettenseuche, musst du wissen. Und die Bruderschaft der Morgenviper und das Klageregiment helfen uns dabei, die Überträger zu identifizieren. Früher starben Hyaran, die an der Kettenseuche erkrankten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Einst tobte sie in Gridania so stark, dass die Hieran hier beinahe ausgestorben wären. Doch mittlerweile gibt es zum Glück ein wirkungsvolles Gegenmittel, das die Auswirkungen abschwächt. Trotzdem müssen wir auf der Hut sein und neue Epidemien bereits im Keim ersticken. Also vielen Dank für deine Hilfe. Alles Weitere erledigt die Jägergilde. Dankeschön, liebe Jägergilde. Oh, ein Supertrank. Das ist wichtig. Und weiter geht's. Monranguin bei Gilberts Wachturm möchte, dass du Messausrüstung zurückholst, die ein aufgeschreckter Rekrut in einer Höhle zurückgelassen hat. Oh, immer diese aufgeschreckten Rekruten. Mann, 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 so kann man doch nicht arbeiten, oder? Welch eine peinliche Wende der Ereignisse. Ich habe einen Rekruten vom Stubben auf eine Messexkursion geschickt, aber der Feigling hat beim ersten Anblick von wilden Tieren den Schwanz eingezogen und Fersengeld gegeben. So gehen wir nicht mit Bitten der Druiden um. Und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hat der Dummkopf auch noch die Messausrüstung zurückgelassen, die uns die Druidin Pauline höchstpersönlich zur Verfügung gestellt hat. Während ich versuche, diesem sogenannten Soldaten ein wenig Rückgrat einzubläuen, würde es dir etwas ausmachen, die Messausrüstung zurückzuholen und sie der Druidin Pauline in Gabinos Laube zu übergeben? Aber gerne doch. Der traurigen Geschichte meines Rekruten zufolge solltest du in einer Flusshöhle südlich von hier eine Messtabelle, eine Messleine und zwei Messgerätekisten finden. Möge Norfika über dich wachen. Ja, hoffentlich tut sie das. So, also hier runter. Dann laufen wir wieder weiter durch den Wald. Ich glaube, ich mache hier ganz, ganz schnell, auch wenn der Weg nicht weit ist, einen kleinen Cut und dann sind wir auch gleich schon wieder hier. Da sind wir auch schon wieder. Ich weiß, hat sich jetzt super gelohnt, aber wir stehen jetzt auf jeden Fall vor den Sumpfjason. Die wollten wir eben auch nochmal kurz töten. Gut, dass sie auf dem Weg liegen. Und dann stehen wir hier eigentlich auch schon vor der Höhle, wo sich die Messgeräte drin befinden sollen. Ich glaube, noch einer fehlt mir. Oh, ich habe ein Rollenkommando erlernt. Rollenkommandos sind Zaubersprüche oder Waffenfertigkeiten, die alle Klassen... Ach, genau, genau. Aber wo ist dieses Rollenkommando? Kommandoliste? Rolle. Chakra. Genau, das sind, wie gesagt, Kommandos, die halt... Charakter, also klassenübergreifend sind. Und die kann ich mir jetzt... Hallo? Da reinziehen. Und jetzt auch... wo lege ich es denn hin? Hier hin. Genau. Chakra. Das regeneriert meine Lebenspunkte. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Ah, okay. Das ist deiner. Dann nehme ich hier den nächsten. Oder der hat mich schon gesehen. Hier liegt auch schon die allererste Messtabelle. Nein! Lass mich in Ruhe! Ah, Level 8. Dann können wir auch endlich den Bronzestab anlegen. Dort. Dankeschön. Messtabelle. So, was haben wir hier noch? Messgerätekiste. Du schaffst das, oder? Ja. Oh, eine Messleine. Der hat hier aber ganz schön viel zurückgelassen. Und noch eine Messgerätekiste. Ja. Und dann... geht's für uns auch wieder zurück, also denselben Weg zurück. Dann mache ich hier auch nochmal einen kleinen Cut und dann sind wir gleich wieder hier vorne. Und so, damit sind wir auch schon vor Gabinos Laube. Ein sehr schönes, großes Haus. Mhm. Und geben die Quest bei Pauline ab, der lieben, netten Druidin. Pauline, sei gegrüßt. Kann ich dir irgendwie behilflich sein?
Ich bin dir behilflich mit einer Messtabelle, mit einer Messgerätekiste und mit einer Messleine. Oh, das ist doch die Ausrüstung, die ich den Soldaten am Sturm überlassen habe. Genau die. Beim ersten Anzeichen von Gefahr geflohen, sagst du? Verstehe. Nun, noch ist nicht alles verloren. Es scheint, als hätte der Rekrut seine Messaufgabe abgeschlossen. Die Tabelle ist ziemlich ausführlich. Bei all den Veränderungen, die die Katastrophe mit sich gebracht hat, hielt ich es für eine gute Idee, die Bruderschaft der Morgenviper mit einer Reihe von Exkursionen zu beauftragen, um das Land neu zu vermessen. Glücklicherweise sahen die Offiziere diese Aufgabe als ausgezeichnete Methode an, um unerfahrene Soldaten zu trainieren. Wir können uns nicht mehr auf unser vorhandenes Wissen über den Wald der Einkehr verlassen. Wenn wir diese stürmerischen Zeiten überstehen wollen, müssen wir unsere Umgebung besser verstehen. Bleib wachsam, Abenteurerin. Krieg ich jetzt neue Beine? Alle Klassen? Hanf? Kriegerklassen? Magieabwehr minus 3. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Stärke und Geschick. Toll, dann kriegen wir eine neue fancy Hose. Auch wenn ich unsere kurze Hose irgendwie ganz cool finde. Die passt eigentlich gut zu dem Outfit. Ja, einen Hanfkeks. Keks. Ja, das ist keine Hose, das sehe ich auch. So. Na toll. Wobei. Okay. Doch ganz schick. So, Pauline, was möchtest du denn noch von mir? Die Druidin Pauline in Gabenos Laube sucht einen fähigen Abenteurer, um Schweinchen zu keulen. Bitte? Schweinchen keulen? Sei gegrüßt, Abenteurerin. Falls du ein wenig Zeit entbehren könntest, würde ich dich bitten, die Anzahl der Schweinchen in Grünzähren zu reduzieren. Okay. Natürliche Auslese oder so? Diese Bestien streifen zwar schon seit jeher durch den Wald der Einkehr, aber ich fürchte, dass sie in ihrer Fressgier sämtliche Nüsse in dieser Gegend vertilgen werden. Der Wachstumskreislauf des Waldes kann einen solchen Hunger nicht stillen. Ich möchte dich daher bitten, mindestens 6 dieser Kreaturen zu erlegen. Der Wald der Einkehr braucht dich, Abenteurerin. Oh, da müssen wir natürlich jetzt auch auf die Nüsse hier aufpassen, damit die nicht von den kleinen Schweinchen aufgefuttert werden. Hier sind wieder ein paar Monster, die wir mit ins Bestarium holen können, wenn wir die besiegen. Nehmen wir die mal mit. Ist das Gift? So, die kleinen Schweinchen sind hier unten. Dann geht's auch hier für uns hin. Es wäre mal schön, wenn es wieder heller wird, bitte. 3 Uhr morgens gleich. No? Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Oh, ausweichen. Ah, die brauche ich sogar auch für das Bestarium. Hey, mein Monster. Oh, ach, okay. Der rennt dem hinterher. Großartig. Ja, mach du mal. Ich hab dich im Auge, wenn irgendwas passiert. Ups, aber das sieht ja ganz gut aus da hinten. Noch 3. Aber für das Pestarium haben wir die auf jeden Fall jetzt schon mal gesammelt. So, einer fehlt uns noch. Da. Oh, hier auch. Hallo. Danke, dass du gerade wieder gespawnt bist. Sehr gut. Schweinchen erschlagen hätten wir auch jetzt erledigt. Dann geht's wieder zurück zum Haus. Ein Feldbereich. Komm, wir machen den mal. Dann gibt's vielleicht einen kleinen Bonus.
Wo sind die denn? Da ist noch Marienkäfer. Man muss die jetzt natürlich alle töten, bis die Leiste hier voll ist. Hey, nicht abhauen. Oh, der ist verbuggt. Na gut, dann nehmen wir halt den hier. Ach was, jetzt hat er mich. Ja. Na los. Darf ich dich jetzt töten? Wo kommt der her? Die haben es jetzt aber alle hier auf mich abgesehen, oder? So ein bisschen. Das ist auch ganz cool. So kann man auch ganz gut trainieren. Und sich leveln. Stufe 9. Noch ein Level up und dann können wir die Pikinier-Story weitermachen. Ein paar noch, dann ist die Leiste hier gleich voll. So. Oh ne, Moment. Ah doch, wir haben es geschafft. Yeah, wir haben 1120 Routine bekommen und ein kleines bisschen Gül. Nicht so viel, aber ein bisschen. Klein viel macht ja auch Mist. Dafür nehmen wir jetzt noch die Mikrochu mit. Yay, hey, nicht wegrennen. Einen von dir brauche ich ja auf jeden Fall noch. Ja, auch für das Pestarium fertig. Dann gehen wir mal zurück zur Pauline und erzählen ihr, wie toll wir die Schweinchen ermordet haben. Oje, oje. Ja, die Gebieter sind hocherfreut über deine Taten. Ja, toll. Das Leben im Wald hängt von einem empfindlichen Gleichgewicht ab. Und die unkontrollierte Ausbreitung solcher Bestien kann zu einem langsamen Absterben des Waldes der Einkehr führen. Es ist unsere Pflicht, solche Ungleichgewichte zu korrigieren, schnell und ohne Reue. Da hat sie in der Tat recht. Es mag dir banal erscheinen, aber du hast heute einen entscheidenden Dienst geleistet. Mögen die Gebieter deine künftigen Vorhaben segnen. Was bekomme ich denn? Lederarmband, Stärke und Geschick? Lederarmband. Oh, hier. Haben wir schon ein Armband? Wo kommt denn der nochmal hin? Hände, Taille, Beine, Finger, Handgelenk, Handgelenk. 8. Okay. Auf jeden Fall eine bessere Gegenstandsstufe. So, Pauline, was gibt's denn Neues? In Gabinos Laube will Pauline die Jagd auf Anolis und die Beschaffung von Anolis-Eiern in Auftrag geben. So viele Eier hier zu suchen, ist ja fast wie Ostern. Würdest du mir noch einmal einen Gefallen tun? Ich möchte, dass du im Blankenfels Anolis jagst. Okay. Wir Druiden wandern häufig durch Blankenfels, um im Wald den Stimmen der Gebieter zu lauschen. Doch in letzter Zeit werden wir dabei immer häufiger von äußerst aggressiven Anolis angefallen. Oh, das ist natürlich gefährlich. Seit der großen Katastrophe haben sie sich so stark vermehrt, dass sie sich auf der Suche nach Nahrung immer weiter von ihren Brutstätten entfernen und den Wald durchstreifen. Wenn du 6 von ihnen erledigst, wird das den anderen Vögeln eine Warnung sein. Okay. Außerdem solltest du ein paar Eier einsammeln, sagen wir mal 4, um die weitere Ausbreitung der Anolis-Population etwas einzudämmen. Bringe die Eier hinterher zu mir. Ich überlege mir in der Zwischenzeit eine geeignete Verwendung dafür. Vielleicht Rührei? So, wo sind die denn? Hier ist Blankenfels. Okay, und dann mache ich hier mal wieder einen kleinen Schnippschnapp. Schnippidi-schnupp. Und da sind wir nämlich auch schon im Gebiet der Anolis.
Na los, unser erster kleiner Anolis hier. Stufe 9. Sechs Stück. Ah, und da hinten sind sogar die Eier. Na. So einfach kriegst du mich nicht. So, Pikenier macht echt ziemlich viel Laune. Sehr, sehr schön. Fällt mir sehr gut. Anolis Eier. Ah, du auch noch? So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Eier. Also das sowieso, aber da, ah, da sind welche. Nein! Nein, nein, nein! Ah, hier ist auch noch eins. Zwei, drei, vier. Anolis hätten wir jetzt genug getötet. Jetzt brauchen wir nur noch die Eier. Und die legen uns natürlich zu Füßen. Ja, hier war doch auch noch einer. Oh, oh, oh. Oh, das wollte ich nicht. Ungeschickt von mir. So, aus dem Weg. Wir brauchen das letzte Ei. Ja, perfekt. Und was wird denn das Wetter jetzt hier so grün? Nein, lass mich in Ruhe. Schnell weg hier. Schnell weg. Es wäre so eine Giftwolke über dem Wald. Das Outfit finde ich aber schon ganz cool. Für den Anfang. Starterausrüstung sieht ja immer irgendwie gepuzzelt aus. Hallo Pauline. Glückwunsch zu deinem erfolgreichen Jagdausflug. Nun werden die Anolis uns Druiden in Frieden lassen, sodass wir unbehelligt den Stimmen der Gebieter lauschen können. Kannst du die Eier zu Zup Kamason am Stubben bringen? Sie wird sich über die zusätzlichen Rationen freuen. Und über Rührei, ganz bestimmt. Anolis Eier sind groß und zudem sehr nahrhaft. Damit sind sie perfekt für ein ordentliches Soldatenfrühstück geeignet. Ja, dachte ich's mir doch. Okay, dann geht's zurück zum Stubben. Der Weg ist natürlich lang und beschwerlich und deswegen gibt es auch hier wieder einen kleinen Cut. So, da sind wir auch schon wieder hier am Stubben und geben jetzt die Quest bei Zup Kamason ab. Du hast da was für mich. Ja, das habe ich. Und zwar ein paar Eier für Rührei. Bitteschön. Oho, das sind hier Anolis-Eier. Und was für Oschis. Damit könnten wir ja eine ganze Kompanie versorgen. Es war sicher nicht leicht, die Eier zu besorgen, doch umso mehr freue ich mich darüber. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen und möchte mich dafür erkenntlich zeigen.
Womit denn? Mit ein paar Ringen. Stärke und Geschick. Gut, vielen Dank für den Ring und Augentropfen. Okay, falls wir mal blind werden sollten, gibt's Augentropfen. Yeah, Level 10. Sehr cool. Das bedeutet für uns, dass wir dann auf jeden Fall zum Pikenier-Lehrer gehen können. Moment, wir haben einen Ring bekommen. Da. 11 und 10. Oh, sollte ich mal verwenden. Was bist du für einer? So für 5? 9? Okay. Ja, cool. Level 10. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir die Level 10er Quest der Pikeniere macht und wenn wir natürlich auch der Hauptstory weiter verfolgen. Die befindet sich jetzt hier. Genau, dann nehmen wir die nämlich an. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Final Fantasy Online. Tschüss!